So, es ist 17:32 Uhr. Lassen Sie uns beginnen. Zunächst mal guten Abend, meine Damen und Herren. Das Jahr ist zwar schon wieder 2 Wochen alt, man glaubt es kaum, aber trotz alledem wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr. Es freut mich natürlich sehr, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie sich zugeschaltet haben zu unserem Triple N Talks. Heute hören wir einen Vortrag von meinem lieben Kollegen Thomas Kienberger mit dem Thema ehemalige Kohlekraftwerke als wichtige Bausteine der Energiewende. Auf das Thema bin ich natürlich selbst sehr gespannt, auf die Argumentation, aber zunächst will ich Ihnen Thomas vorstellen. Thomas Kienberger ist seit 2014 Professor und Leiter des Lehrstuhls für Energieverbundtechnik an der Montanuniversität. Er ist Experte für integrierte Energiesysteme im öffentlichen Raum und in der Industrie. Hauptaspekte seiner Forschung und Lehre sind interdisziplinäre, systemische Ansätze zur Integration erneuerbarer Energien und zur Erhöhung der gesamtsystemischen Energieeffizienz. Seit 2018 ist Thomas Mitglied der Steuerungsgruppe der Vorzeigeregion New Energy for Industry, NEFI, und leitet das NEFI Lab. Ja, wie üblich, wenn Sie Fragen zum Vortrag haben, dann können Sie die während des Vortrags in der Q&A-Funktion mit der Q&A-Funktion stellen und auch natürlich nach dem Vortrag. Die Fragen werden dann in üblicher Manier von der Frau Brandstätter zusammengefasst und ich freue mich natürlich auf eine lebhafte Diskussion. Und mir bleibt somit nur noch das Wort an dich, Thomas, zu übergeben. Lieber Holger, vielen, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Gutes neues Jahr auch von meiner Seite. Freut mich, dass ich da wieder einen Beitrag leisten kann zu den Triple N Talks, die sich ja zu einem tollen Format entwickelt haben an der Montanuniversität. Ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht: Kohleassets und wie sie sich weiterentwickeln im Rahmen der Energiewende. Über die Kohlekraftwerke wird viel diskutiert und die sind ja immer wieder in den Medien, wie Sie wissen. Richtig einen Plan, wie man mit diesen Assets umgeht in der Zukunft, hat man aber noch nicht. Und ich darf ein bisschen das Thema aufrollen und freue mich schon sehr ja, auf den Vortrag, eben, dass ich den halten darf und auf die anschließende Diskussion. Sie haben das vielleicht mitbekommen, ich sitze nicht in meinem Büro, ich sitze zu Hause, habe eine eingeschränkte Bandbreite und aus dem Grund erlaube ich mir, dass ich mein Video ausschalte. Ich habe jetzt meinen Screen geteilt. Kurze Frage am Anfang. Sehen Sie Ja, wir sehen meinen Bildschirm? alles. Wunderbar. Ja, super. Dann lege ich los. Repurposing of Coal Power Plants. Also, den Zweck umwidmen dieser Coal Power Plants. Das ist das Thema eben heute. Und ich darf wirklich ganz, ganz, ganz einleitend ein bisschen die Kohleindustrie aufreißen, weltweit. Ja, also die Stromerzeugung aus Kohle, die ist relevant. Also heute ist es eben so, dass 37% des globalen Stromverbrauchs eben aus Kohle stammt. Das ist eben der größte Emitter, beziehungsweise die größte Einzelsource. Und interessant ist es, dass das tatsächlich ziemlich gleich verteilt über die Länder halt geht. Ja, wo wird die Kohle sonst noch eingesetzt? Also ansonsten neben der Stromerzeugung ist der Beitrag der Kohle rückläufig. Im Sektor privat wird einfach viel weniger Wärme noch bereitgestellt über Kohle wie noch vor 20 Jahren oder so. In der Industrie ist die Kohle auch rückläufig. Der Wärmebedarf der Industrie wird ganz, ganz stark heute über Erdgas bereitgestellt, wie Sie wahrscheinlich wissen. Außer in der Eisen- und Stahlindustrie, da braucht man nämlich die Kohle als Reduktionsmittel, also aus Prozessgründen. Ich werde heute nicht über den Sektor Industrie sprechen. Ich werde nicht über die Kohle für Raumheizungszwecke oder so eben reden. Ich rede über Kohle zur Stromerzeugung und fokussiere mich auf die Europäische Union beziehungsweise auf den europäischen Raum. Wenn man sich anschaut, die CO2-Emissionen aus Kohlekraft in Europa, dann sieht man da ganz klar, da gibt es Kohleländer, wenn man so will, Deutschland, Polen, Großbritannien, Spanien, Tschechische Republik. Die paar Länder, die sind circa für 75% der Emissionen eben zuständig.
Wenn man das Ganze auf eine Landkarte mappt, dann sieht man das auch sehr, sehr schön. Gerade da in der Mitte von Europa sind diese Kohlekraftwerke verortet. Sehr stark eben, da gibt es die beiden Begriffe Lignite und Hardcoal, also Braunkohle und Steinkohle. Und Sie sehen, in Abhängigkeit von den Lagerstätten sind eben die Kraftwerke eben da lokalisiert. Zu sagen ist, Braunkohle wird dort genutzt, wo sie eben gefunden wird. Braunkohle wird weltweit ganz wenig transportiert, Steinkohle hingegen schon. Also Steinkohle wird auch exportiert bzw. importiert und halt nicht unbedingt dort genutzt, wo sie eben abgebaut wird. So, wenn wir uns jetzt diese großen Kohlenationen anschauen und da in irgendeiner Form die Kraftwerkskapazitäten betrachtet, dann sieht man, in Deutschland sind rund 45 Gigawatt installiert, in Polen 30 Gigawatt, in Spanien 10 und so weiter und so fort. Interessant ist es, ist diese Zahl, kann man vorstellen, dass die schwer einzuordnen ist in der Relation. Ich habe dazu Österreich mitgebracht. Österreich hat eine Netzreserve insgesamt von 20 Gigawatt und einen Maximalleistungsbedarf, also wirklich am kaltesten Tag des Jahres, bei circa 10 Gigawatt, dass man einfach ein bisschen das Verhältnis sieht. Also Kohle, bei allen Ausstiegsbestrebungen, ganz klar heute noch ein wesentlicher Energieträger zur Stromerzeugung in Europa. So, wenn man jetzt von der Ebene noch eine Flugebene tiefer reingehen. Wie schauen solche großen Kohlestandorte aus? Da sehen Sie das größte Kohlekraftwerk in Europa, das Kraftwerk Wechadow in Polen. Das hat eine elektrische Leistung von rund 5,4 Gigawatt. Also Sie müssen sich denken, zwei solche Teile würden ausreichen, um die Spitzenleistung von Österreich eben zu decken. Ja, wie schaut es da aus vom Wirkungsgrad? Also wenn man sich das da anschaut, da sieht man da so Einzelblöcke, die stammen aus den frühen 80er Jahren, aus dem Jahr 1981 sind die sind 41 Jahre alt und die haben einen Wirkungsgrad so rund um roh 32%. So, einen neueren Block gibt es da herüben, der stammt aus den 90er Jahren, der hat einen Wirkungsgrad von so quasi nicht genau 38% oder so in der Größenordnung. Sprich, ja, wenn Sie da sagen, 33% Wirkungsgrad, 5 Gigawatt elektrisch kommen raus, na, was geht dann rein? Feuerungswärmeleistung ja ca. 15 Gigawatt. Also man muss sich vorstellen, das sind unglaubliche Kohlemengen, die da eben reingehen. Ja, funktioniert halt nur in dem Fall, weil da ein Braunkohlerevier wirklich eben daneben ist und da wird die Kohle gleich direkt zack hineingefördert in die jeweiligen Einzelblöcke. Geht natürlich auch was raus, das ist die Asche. Das muss natürlich auch entsprechend behandelt werden und Sie sehen das eh da sehr schön, es geht natürlich auch entsprechendes Rauchgas hinaus und über das werden wir natürlich heute auch noch. Weltweit gibt es nur ein Kraftwerk, das größer ist, das steht in China. Das ist aber nicht unmittelbar größer oder nicht viel größer. So, das ist ein Kraftwerk in Deutschland, das Kraftwerk Neurath. Ist eine Spur kleiner wie das Kraftwerk da in Polen, ist auch ein Braunkohlekraftwerk. Da gibt es Blöcke, da hinten sehen Sie die, die sind, ich glaube, aus den 70er Jahren oder so. Und zwei ganz, ganz neue Blöcke aus 2012, BOA 2 und 3. BOA steht für Braunkohleoptimierte Anlagentechnologie, da wird die Braunkohle aus dem benachbarten Revier entsprechend da vorgetrocknet und da wird der Wirkungsgrad eben verbessert. Von so einem Kraftwerk, so ein BOA-Kraftwerk, braunkohleoptimierte Anlagentechnologie, das hat den Wirkungsgrad von über 40%, 42, 43% werden da erreicht. Und das ist in Wirklichkeit State of the Art. Also besser sind diese Kraftwerke dann nicht mehr geworden. Das ist das höchste der Gefühle. Dann zeige ich Ihnen noch ein weiteres Kraftwerk und dann bin ich schon fertig. Das ist das Kraftwerk Agios Dimitrios, das spielt im Laufe des Vortrags noch eine zweite Rolle, können Sie gespannt sein. Das steht in Griechenland, hat eine Kraftwerksleistung von rund 1,5 Gigawatt, besteht aus
zu Einzelblöcken zu jeweils 300 Megawatt elektrisch. Kommt irgendwo aus den 80er Jahren oder späten 80er Jahren, irgendwie so in der Größenordnung, weiß gar nicht genau. Jeweils 300 Megawatt. Warum sage ich das da dazu? Warum habe ich das hergezeigt? Das ist eine typische Single-Block-Size von diesen Kraftwerken, wie sie sich halt in ganz Europa befinden. Haben wir auch in Österreich gehabt, solche Single-Blocks mit circa 300 Megawatt elektrisch. Komme ich später noch dazu. Ja, genau. So, wenn wir reden über Stromerzeugung, über fossile Energieträger, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, auch das Thema der Reichweite der Ressourcen anzutriggern. Ich bin Energietechniker, wie Sie wissen, bin sicher nicht perfekt berufen, dieses Thema sozusagen in seiner Gesamtkomplexheit zu betrachten. Ein bisschen möchte ich es dennoch aufreißen, nämlich über den Begriff der Reichweite. Die Reichweite ist nichts anderes als die Reserven dividiert durch den aktuellen Verbrauch des jeweiligen Energieträgers eben, beziehungsweise auch die Ressourcen dividiert durch den aktuellen Verbrauch. Was sind jetzt Reserven? Was sind Ressourcen? Ressourcen sind nachgewiesen, aber heute noch nicht förderbar. Reserven können unter heutigen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen gefördert werden. Und jetzt kann man sozusagen zwei so Reichweiten ausrechnen. Bitte nageln Sie mich nicht fest auf die ganz genauen Zahlen, das können andere natürlich besser. Interessant dabei, und auf das möchte ich eben raus, ist, dass die rechnerische Reichweite bei der Kohle, bei der Reservenlage durchaus im Vergleich zu den anderen Energieträgern relativ groß ist. Und wenn man sich die Ressourcen anschaut, naja, da steht da irgendwie 1800 Jahre, 1900 Jahre fast. Also im Gegensatz zu den anderen Energieträgern ist da überhaupt kein Ressourcenthema irgendwie greifbar. Beim Erdgas ist das ja auch nicht so und selbst beim Erdöl haben wir noch genügend. Aber bei der Kohle ist es definitiv noch um eine Potenz, wenn man so will, entschärfter. So, also wie bei allen fossilen Energieträgern, diese Transition, in der wir uns befinden, diese Übergangsphase ist nicht getrieben über die Ressourcen, sondern die ist getrieben. Sie können sich wahrscheinlich eh vorstellen über das Thema CO2-Emissionen. Und wenn man jetzt da die Kohle vergleicht mit den anderen fossilen, wichtigen fossilen Energieträgern, mit dem Öl bzw. mit dem Erdgas, dann ist es eben so, dass dort die Kohle das emissionsintensivste Ding ist. Steinkohle bzw. Braunkohle, spezifische Emissionen in Kilogramm pro Kilowattstunde Heizwertbezug, da sehen Sie, dass da einfach im Vergleich zum Erdgas, ja, wenn man so will, eben doppelt so viel eben emittiert wird. Warum ist das so? Also wenn man jetzt die Kohle verbrennt, besteht die, das ist natürlich sehr vereinfacht, hauptsächlich aus Kohlenstoff und wenn damit ein Sauerstoff in Reaktion gebracht wird, entsteht eben CO2 und bei den Kohlenwasserstoffen, insbesondere beim Erdgas, ist es eben so, dass bei der Verbrennung natürlich auch die Wasserstoffatome eben einen Teil beitragen vom Heizwert und da erkennt man natürlich da sehr, sehr schön, dass im Verhältnis weniger CO2 eben entsteht. Ja, das ist sozusagen einmal der emissionsstrukturelle Nachteil der Kohle. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil im Vergleich zu dem Kohlenwasserstoff Erdgas. Das ist nämlich, dass die Anlagentechnologie entsprechend nicht so hohe Wirkungsgrade eben erlaubt bei der Verstromung. So, wenn Sie jetzt ein Kohlekraftwerk anschauen, so eine Altanlage, wie wir es gesehen haben, beispielsweise in Griechenland oder in Polen, dann sind die Wirkungsgrade, so wie ich es gesagt habe, bei ja, rund 30%, vielleicht ein bisschen mehr, dann ergeben sie dann halt entsprechende CO2-Emissionen pro Kilowattstunde elektrisch, die erzeugt wird. Wenn man jetzt einen Switch macht zu einer neueren Anlagentechnologie, wie es beispielsweise ja, bei dieser Anlage in Neurath demonstriert worden ist, dann kann man dann schon einmal 30% CO2 einsparen. Aber mehr halt nicht. Also circa, man kommt da circa auf
auf einem Kilo CO2 pro Kilowattstunde elektrisch, die eben erzeugt wird. Wenn man hingegen einen Fuel Switch macht, so Erdgas, die Energietechniker, die vielleicht heute da sind, die wissen das, ein Kohlekraftwerk funktioniert nach dem Clausius-Rankine-Prinzip. Ein modernes Erdgaskraftwerk ist ein sogenanntes GUD-Kraftwerk, also da wird eine Gasturbine mit einem Dampfprozess kombiniert und durch diese Kombination der beiden Prozesse erreicht man Wirkungsgrade bis über 60% und gemeinsam mit dem Effekt, dass Erdgas einfach spezifisch geringere CO2-Emissionen verursacht, kann man Emissionen massiv reduzieren. So, im Vergleich auf so Kohle-Altanlagen, ja, minus 70%. Das ist schon einmal was. Das ist eine Nummer. Und jetzt, und das ist aus meiner Sicht in dem Fall die Bottomline, muss man sich natürlich die Frage stellen, reicht es aus, um zumindest mittelfristige Klimaziele zu erreichen? Dieser Switch von Kohle auf Erdgas. Und die Antwort ist, obwohl das so eine große Emission, so eine große Emissionsreduktion da eben sozusagen möglich ist, nein, es reicht nicht aus. Warum? Weil einfach der Anlagenpark in Europa nicht nur aus Altanlagen besteht, nicht nur aus Kohlekraftwerken besteht und wir einfach unsere mittelfristigen Ziele so hoch gesetzt haben, dass sie das eben nicht ausgeht. Gilt für Europa, für andere globale Regionen weiß ich es gar nicht. Langfristig ist es sowieso keine Option, weil wir ja eine volle Dekarbonisierung erreichen müssen aus Klimaschutzgründen, wie Sie wissen. Aber auch mittelfristig geht sich's nicht aus. Ich darf da ganz kurz auf die EU-Ziele eben reflektieren. Es gibt den EU-Energiefahrplan. Der ist ja jetzt angepasst worden durch die Ursula von der Leyen. Stichwort Fit for 55. Das haben Sie natürlich auch aus den Medien entnommen. Fit for 55 bedeutet, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55% reduziert werden sollen auf Basis 1990. 55%, da muss ich denken, naja, das geht ja eher aus mit dem Switch zum Erdgas bei den Kraftwerken. Muss es aber im Detail ein bisschen genauer anschauen. Es gibt den EU-ETS-Bereich, also den Bereich des Emission Trading Systems. Dort ist der Kraftwerkssektor drinnen und da muss man um 61% reduzieren. Und dadurch, dass wir einen Kraftwerkspark haben, der nicht nur aus alten Kohlekraftwerken besteht, geht sich das einfach schlichtweg nicht aus. Ja, was ist noch zu tun bis 2030? Vielleicht noch ganz kurz. Den Anteil der Erneuerbaren im gesamten Energiemix, also nicht nur im Bereich des Stroms, auf 40% hochzuschrauben und die Reduktion des Primärenergieeinsatzes durch Energieeffizienzmaßnahmen eben so weit zu bringen, dass man ja je nach Member State zwischen 36 bis 39% eben Energie einspart. Ja, langfristig bis 2050 wollen wir dekarbonisieren. Das ist einfach nötig, um den Klimapfad gemäß Paris so zu haben, dass wir die 1,5 Grad Temperaturerwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter halt einhalten kann. So, das ist die Zielebene. Und jetzt kommen wir so ganz ein bisschen auf die Maßnahmenebene. Wie erreichen wir das? Und in dem Zusammenhang wird ja was ziemlich stark diskutiert im Moment und bei einem Vortrag, was um Transformation geht, heutzutage gehört es mit erwähnt, nämlich die EU-Taxonomie, Sustainability, die wird ja in allen Medien jetzt ziemlich stark geritten und die möchte ich ganz kurz skizzieren, wozu dient diese Taxonomie, die ist ja an und für sich ein super Ding, es geht ja darum, ein Klassifizierungssystem zu haben, an dem oder aus dem heraus entschieden werden kann, was eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ist und was es nicht ist. Das braucht man einfach, damit
die zukünftigen Investments abgesichert sind. So. Und an und für sich hat ja das mit einem sehr transparenten Klassifizierungssystem begonnen, wo einfach diese Kategorien, die Sie da eben sehen, eben entsprechend bewertet werden. In Wirklichkeit, so zumindest meine Erkenntnis, ist das im Moment wirklich sehr, sehr intransparent und ein ziemliches Politikum. Das verfolgt man auch sehr, sehr stark aus den Medien. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt wirklich den Überblick verloren, was da wirklich sozusagen wissenschaftlich und tatsächlich science-based ist und wo wirklich nur mehr politisiert wird. Bei allen Diskussionen, ob jetzt Nuclear Energy oder Gas nachhaltig ist, Kohlenutzung ist es nie. Kohlenutzung wird definitiv nicht als nachhaltig gemäß der EU-Taxonomie betrachtet. So, und jetzt möchte ich eben auf Basis von den Zielen, von der Maßnahmenebene Taxonomie auf die nächste Maßnahmenebene kommen, nämlich auf den Kohleausstieg, auf dieses berühmte Coal Phase Out. Da gibt es nämlich in Wirklichkeit ein paar Unterscheidungen. Es gibt Länder, die den Coal Phase Out bereits erreicht haben, Österreich gehört da dazu. Es gibt Länder, die wollen das relativ kurzfristig umsetzen, bis 2025, Portugal, Frankreich, Italien. Es gibt Länder, die wollen das später machen. So, Deutschland geplant den Kohleausstieg bis 2038. In Tschechien, Spanien und Slowenien wird das diskutiert und in manchen Ländern in Wirklichkeit wirklich 25% der entsprechenden EU-Länder wird das nicht einmal noch diskutiert. Und alles, was da rot ist, müssen Sie sich vorstellen, das ist natürlich nicht klimagesund, das ist nicht passend in Bezug auf unsere Klimaziele. Und da ist es nämlich so, dass man den Kohleausstieg bis 2030 schaffen muss, sonst geht sich das nicht aus mit der Pfaderreichung gemäß den Paris Goals. Ganz kurz zu den österreichischen Kohlekraftwerken. Wir haben ja die Kohlekraftwerke in Österreich ausgeschaltet. Es hat in der letzten Zeit drei wesentliche Kohleanlagen gegeben. Dürnrohr 1, 2, Mellach bzw. Riedersbach 2. Dürnrohr und Mellach, das sind so typische 300 MW elektrisch Kohleanlagen gewesen mit den Wirkungsgraden, wie Sie da eben sehen. Technischer Stand Ende der 80er Jahre. Beides Steinkohlekraftwerke. Interessant vielleicht ganz kurz, wie hat sich die Kohleindustrie in Österreich überhaupt entwickelt? Wir haben ja gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg ganz, ganz lang den berühmten hydrothermalen Verbundbetrieb über die Donauschiene, über die Drau und die Enzkraft haben wir Wasserkraft ganz, ganz stark im Strom gehabt. Und das Delta zwischen Wasserkraft und Bedarf ist über Kohle gedeckt worden. Die Kohle war Braunkohle zunächst aus den kärntnerischen bzw. steirischen Revieren. Da hat es gegeben ein Kraftwerk Volzberg, ein Kraftwerk Zeltweg und ein Kraftwerk St. André. Die sind dann irgendwann unwirtschaftlich geworden, sind abgeschalten worden und diese Kraftwerke, wie Sie sie da im See, sind nachgekommen. Steinkohlebetrieben eben und mittlerweile eben auch ausgeschaltet. Das ist die österreichische Situation. Die europäische Situation habe ich dargelegt, habe Ihnen gesagt, da gibt es einige Länder, die sind an und für sich mit ihren Energie- und Emissionspolitiken zu langsam, aber jetzt gibt es ein interessantes Phänomen. Der Markt ist schneller wie die Politik der Länder ganz oft. Ich darf das kurz im Detail ein bisschen erklären, beziehungsweise den Transformationsprozess im Energiesystem einfach ein bisschen herzeigen. Da gibt es nämlich zwei Treiber. Einerseits, die Erneuerbaren werden viel, viel schneller installiert, als das Experten-Forecasts einfach gezeigt haben. Das ist ganz witzig. Wenn man 2009 Experten gefragt hat von der Internationalen Energieagentur,
naja, wie sich der PV-Ausbau bis 2030 entwickeln wird, dann waren wir halt irgendwo da, gell? Wenn man sich 2014 oder was gefragt hat, hat es so ausgeschaut. Naja, jetzt ist ein bisschen was gekommen, aber das wird stagnieren. Und jedes Jahr sind die Prognosen im Wesentlichen nach oben korrigiert worden. So. Und der tatsächliche Pfad ist viel schneller gewesen, gell? Also wir sehen tatsächlich jetzt mittlerweile, dass man im Bereich PV weltweit wohlgemerkt ja, circa 150 Gigawatt installieren. 150 Gigawatt ist circa rund um roh der Kohlepark, den wir in Europa haben. Gell? Und da ist noch kein Sättigungseffekt in Wirklichkeit zu sehen. So. Also Erneuerbare werden schneller ausgebaut. Im Gegensatz dazu stirbt die Kohleerzeugung aus, also die Stromerzeugung aus Kohle gegenüber den Vorhersagen viel schneller. Da hat man, wenn man 2010 gefragt hat, ist amerikanische Studie, aber in Wirklichkeit weltweite Studien sagen nichts anderes aus. Wenn man 2010 die Experten fragt und gesagt, naja, Kohle werden wir schon noch haben, ganz, ganz lang. Wenn man sie 2011 gefragt hat, naja, jetzt ist schon ein bisschen zurückgegangen, aber das wird sich schon wieder erholen. Ja, mittlerweile sagen die Experten, es ist schon ein sinkender Pfad zu erwarten, aber tatsächlich sehen wir ganz, ganz konträr zu den Erneuerbaren, dass das viel schneller zurückgeht, als es eigentlich zu erwarten ist. Ja, warum könnte es so sein? Warum könnte es so sein, dass diese Trends sich entsprechend so ergeben? Einerseits gibt es einen unglaublichen Cost-Down bei den Erneuerbaren. Wenn Sie einen Vergleich machen, PV-Strom 2009, 2019, dann sehen Sie diesen Price-Drop. Beim Windstrom ähnlich, wenn man sich die Kohle anschaut, naja gut, dann stagniert das. Also das ist sicher ein Treiber, dass die Kohlegestehungskosten sozusagen nicht geringer werden, die Kosten für Erneuerbare hingegen schon. Und einen zweiten Treiber gibt es, der ist sehr aktuell, das ist die Preisentwicklung bei den Emissionszertifikaten. Das gilt insbesondere für die EU. Diese CO2-Zertifikate waren ganz, ganz lang, bei so circa 5, 6, 7 Euro je Tonne CO2. Und ja, in den letzten Jahren geht es tatsächlich dahin. Dezember 21 habe ich das letzte Mal geschaut, da waren wir bei 82 Euro. Ja, Tendenz durchaus noch steigend. Warum ist das so? Weil die EU Zertifikate einzieht, einfach um damit eine Steuerungsmaßnahme zusätzlich zu den geringen und immer geringer werdenden Preisen für PV eben zu haben. Und solche Preise, wie man sie da eben hat, die wirken sich natürlich auf die Stromgestehungskosten aus. Ich habe da mitgebracht Vollkostenbetrachtungen Biomasse, Vollkostenbetrachtung Elektrizität natürlich, Biomasse, Steinkohle und Erdgas mit den jeweiligen Cost Shares, also Investmentkosten, Betriebskosten und Brennstoffkosten. Und da ist jetzt noch keine, da ist noch kein CO2-Preis obendrauf. Wenn ich jetzt Zertifikate draufrechne mit 40 Euro, dann sieht man, dass einfach das Bild sich umdreht, dass die Steinkohle nicht mehr im Markt ist, Erdgas in dem Fall aber schon. Ja. Im Moment ist aber das auch, was ich jetzt da gezeigt habe, nicht die Wahrheit am Strommarkt in Europa. Wir haben ja noch ein anderes Thema, nämlich dass der Brennstoffpreis für Erdgas so hoch ist, weil einfach da ja, mehrere Dinge zusammenspielen. Unter anderem eben ist da auch ein gewisses Thema mit Russland. Aber ich mag das gar nicht da jetzt groß eben ausrollen. Ja, de facto ist es aber eben so, dass Kohle aus dem Markt fallen wird, da es ganz schlicht eben zu teuer wird. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, was passiert mit diesen Kohle-Assets. Also
In Europa sind ja weit über 100 Gigawatt Kohle oder ist weit über ein Gigawatt Kohle installiert. Und jetzt muss man sich anschauen, welcher Wert da drinnen steckt in diesen Assets. Ich habe Ihnen da mitgebracht spezifische Investitionskosten für Steinkohle und Braunkohlekraftwerke. Die kosten so circa 2000 Euro pro kW installierter Leistung elektrisch. Und wenn man jetzt da hernimmt, beispielsweise so ein Kraftwerk Neurath, 4,2 Gigawatt hat es eben. Und wenn ich das jetzt wieder beschaffen will, sprich neu hinstellen will, na gut, das Ding kostet 10 Milliarden Euro, also durchaus Geld. Und selbst die alten Kraftwerke haben noch einen großen Assetwert. Und wenn dieser nicht genutzt wird, dieser Assetwert, dann entstehen sogenannte Stranded Assets. Und diese Stranded Assets muss irgendwer zahlen. Ja? Wenn sie nicht genutzt werden, das ist sozusagen da der ganz, ganz wichtige Punkt. Je älter Kraftwerke sind, desto geringer ist natürlich der Assetwert, weil die Kraftwerke natürlich buchhalterisch abgeschrieben sind. Wir wissen, dass wenn man die Kohlekraftwerke spätestens in Europa spätestens 2030 abschalten, dass da ein Assetwert von 40 Milliarden Euro vorhanden ist. Und wenn man sie 2038 ausschaltet, dann ist nur mehr eine Milliarde da. So, und jetzt wissen Sie auch, warum Deutschland 2038 den Coal Phase-Out machen will und nicht 2030. Einfach, um diesen Assetwert nicht zu verlieren. Genau. Ja, und wenn man sich das jetzt vor Augen haltet, dass nämlich die bestehenden Kohlekraftwerke einen gewaltigen volkswirtschaftlichen Wert haben, A, und B, wir sowieso in der Zukunft Systemflexibilität brauchen durch den Ausbau der Erneuerbaren, die ja in irgendeiner Form, wie Sie eh wissen, fluktuierend eben daherkommen, insbesondere Photovoltaik, Wind und Wasserkraft eben, dann muss man sich die Frage stellen, na gut, wie kann man das kombinieren? Einerseits die Assets, wie sie eben vorhanden sind, mit ihrem Wert zu nutzen und andererseits die nötige Systemflexibilität bereitzustellen? Ja, genau, diese Frage muss man sich stellen. Und wir machen das gerade gemeinsam mit einer Reihe von europäischen Partnern in einem EU-Projekt, das heißt RECPP, Repurposing of Coal Power Plants. Und da haben wir das Ziel, Lösungen eben zu finden zur Nachnutzung von diesen Kohlekraftwerk-Assets, um eben Kohleregionen einen Weg aufzuzeigen, wie eine wirtschaftlich sinnvolle, kohlenstoffarme Zukunft für sie ausschauen könnte. Und in dem Projekt bilden wir wirklich einen großen Teil, und da sind wir ganz stolz drauf, der installierten Kraftwerkskapazität in Europa eben ab. Wir wissen, dass von den vorhandenen Assets der größte Teil noch läuft. Es gibt dabei ziemlich viele alte Anlagen, ja, die irgendwo zwischen 1950 und 1990 entstanden sind, aber auch einen relativ großen Anteil von modernen Anlagen. Ja, und die schauen wir uns in diesem Projekt an. Da sehen Sie noch einmal, wo diese Kraftwerke verortet sind. Also da ist wieder Braunkohle und Steinkohle eben getrennt, ja, ähnlich zu dem Bild, das Sie am Anfang auch schon gesehen haben. Ja, und Sie sehen, wo wir da sind in dem Projekt, sehr, sehr stark eben auch wiederum situiert in Deutschland, Polen, Tschechien. Sie können sich vorstellen, dass das durchaus Diskussionen sind, die wir da haben in dem Projekt, weil da geht es ja wirklich darum, dass man wirtschaftlich sinnvolle Lösungen eben entsprechend findet. Und ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir schon wissen, und wie wir das angehen, in dem RECPP da gute Lösungen eben zu finden. Grundsätzlich gehen wir rein mit einem Zugang, dass wir sagen, Kohlekraftwerke sind gut gerüstete Standorte für die Energiewende. Und wenn wir Nachnutzung zusammenbringen, haben wir weniger Kosten für die Stilllegung, haben wir
weniger Anforderungen gegebenenfalls für die Umweltsanierung und können, und das ist meiner Sicht der wichtigste Punkt, und können zum Teil Anlagenkomponenten eben wiederverwerten. Und ja, um das eben zu untersuchen, welche Anlagenkomponenten, dass da eben gegebenenfalls nachgenutzt werden können, haben wir uns grundsätzlich auf die andere Seite begeben, nämlich auf die Seite der Nachnutzung und haben uns angeschaut, welche Technologien gäbe es da überhaupt zur Nachnutzung und wie sind die zu evaluieren hinsichtlich ja eben der Kohlekraftstandorte. Und das haben wir sozusagen auf Basis von Kriterien eben gemacht, beziehungsweise sind da eben dabei. Bei mir am Institut bearbeitet das Projekt die Anna Traubmann. Ich habe vorher gesehen, sie ist auch bei den Teilnehmern des Vortrags. Bei der Anna möchte ich mich explizit bedanken, weil sie mir sehr geholfen hat bei der Vorbereitung von dem Vortrag da eben. Genau. So, Clusterung von Technologien. Da mag ich eben reingehen. Ja. So, was kann man jetzt machen mit so einem Kohlekraftstandort? Also wir haben uns da unterschiedliche Cluster von Technologien eben überlegt. Man kann auf dem Kohlekraftwerkstandort ein Gaskraftwerk hinbauen, ein CCC, ein CCGT-Kraftwerk, ein Combined Cycle Gas Turbine-Kraftwerk, das eben 60% Wirkungsgrad circa hat. Das kann nicht nur mit Erdgas betrieben werden, sondern auch zukünftig mit einem erneuerbaren Gas. Man kann Sektorkopplungstechnologien installieren, wie zum Beispiel eine Anlage zur Synthese von E-Fuel, eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Gibt auch eine weitere Reihe weiterer Optionen. Das ist das Thema Sektorkopplung. Man kann den Standort nutzen, um Anlagen dorthin zu stellen für Short-Term Power Storage, also Batteriespeicher, Luftspeicher, welche Speicher auch immer. Man kann Erneuerbare dort machen auf dem Standort, zum Beispiel PV Power. Man kann Net-Services dort anbieten. Man kann was Einfaches machen. Man kann einen Fuel-Switch machen. Man kann sein Kohlekraftwerk mit Biomasse betreiben oder mit Müll. Man kann irgendwas anders tun. Tertiary Uses, also Office-Buildings dorthin machen, keine Ahnung, ein großes Amazon-Lager dorthin bauen, Server-Farms zum Bitcoin-Mining hinstellen oder Shopping-Malls. Man kann aber auch ein Atomkraftwerk beispielsweise eben da hinstellen. Dunkelgrau heißt mit Nachnutzung vom Equipment und hellgrau eben ohne Nachnutzung vom Equipment. Und ja, das sind die Optionen. Das sind die Optionen und wir haben uns angeschaut, tatsächlich auf Basis von unterschiedlichen Kriterien eben, welche sich da am allerbesten eignen, nämlich tatsächlich im Sinne von technischen Daten, aber auch natürlich diese technischen Daten dann ökonomisch entsprechend evaluiert. Und unsere Aufgabe als EVD war es insbesondere, sich anzuschauen, wie sich so eine Nachnutzung auf die Infrastruktur anfühlt. Ja, wie viel ich sozusagen von den Infrastrukturkomponenten, wie beispielsweise starke Gasnetz, Stromnetz, Fernwärme, Anbindung ich nachnutzen kann, wie ich interne Komponenten eben nachnutzen kann, beziehungsweise wie ich sozusagen mich auch verbinden kann mit der Umgebung. Genau. Und ich möchte jetzt nicht sehr ins Detail eben reingehen, aber wir haben schon ganz, ganz interessante Findings eben gehabt. Ja, am besten lässt sich natürlich so ein Kohlestandort nachnutzen, wenn man nicht besonders viel umstellt, wenn man beispielsweise den Energieträger eben tauscht, wenn man auf Biomasse geht. Auch der Switch zum Gas ist in Wirklichkeit ein sehr interessanter. Wichtig dabei ist natürlich, dass da langfristig kein Betrieb mit Erdgas erfolgt, sondern halt mit einem entsprechenden erneuerbaren Gas. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, die viele Punkte erzielt haben in unserer Betrachtung.
nämlich dass man sozusagen da in eine weiterführende Biomassenutzung, dass man in eine weiterführende Biomassenutzung geht. Ich mag da technisch gar nicht tief ins Detail gehen. Biomass Gasification ist da das Thema. Da schafft man das dann tatsächlich, dass man feste Biomasse halt umwandelt, tatsächlich in einen gasförmigen Energieträger, der dann weiter verwendet werden kann. Und erneuerbares Gas werden wir brauchen in der Zukunft. Das Problem tatsächlich bei diesen ganzen Biomasse-Geschichten da, ist eben, dass die Verfügbarkeit der Biomasse mit diesen riesengroßen Kohlekraftwerken nicht immer zusammenpassen wird. Die Kohlekraftwerke, ich habe das einleitend gesagt, die sind im Gigawatt-Bereich ganz oft, zumindest im Bereich von hunderten Megawatts. Und Biomasse ist was, das zentral anfällt. Und diese Logistik da aufzubauen, das ist sozusagen ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und durchaus kritisch zu betrachten. Somit sind diese eigentlich bestmöglichen Optionen gar nicht mehr so interessant. Switch to Gas, das ist interessant. Und was auch interessant ist, und auf das haben wir uns dann weiter vertieft, ist tatsächlich das sektorenkoppelnde Thema. Weil da kann man auch einiges eben nutzen, wenn man in Richtung Power to Gas beispielsweise geht, also Wasserstofferzeugung am Standort, oder auch wenn man in Richtung geht, Power to Liquids, Power to E-Fuels. Die werden wir in der Zukunft auch brauchen. Zwar nicht mehr so, also nicht so stark, dass man mit Power to Fuels unsere Autos dann versorgen, das wird sie von Effizienzgründen nicht besonders gut ausgehen. Aber in gewissen Bereichen des Transportsektors werden wir das brauchen. Und auf das haben wir uns in weiterer Folge dann eben drauf gestürzt, und zwar in einem Folgeprojekt vom RECPB im Projekt Green Deal CO2, wieder so ein EU-Projekt. Was entwickeln wir da? Da entwickeln wir nämlich tatsächlich für die Technologien, wie es eben vorher gesagt habe, technische Lösungen. Nämlich für das End-of-Life Powerplant Agios Dimitrios in Griechenland, das Sie einleitend gesehen haben, und für das Kohlekraftwerk, das bei uns stillgelegt worden ist, in Österreich vor 2 Jahren in Mellach. So, was schauen wir uns an? Konkret in Griechenland schauen wir uns an, wie man sozusagen dieses Kraftwerk einerseits retrofitten kann, damit man Biomasse damit dort einsetzen kann, wie man das Rauchgas, das dann rauskommt, aufbereiten kann, dass man eben das CO2 abtrennt und aus dem CO2 in Verbindung mit einem Elektrolyseur, der Wasserstoff erzeugt, Fischer-Tropsch-Diesel eben synthetisiert. So. Da sind wir gerade am Rechnen. Wir haben gerade angefangen. Ich kann heute noch nichts berichten von den Ergebnissen, aber diesen Prozessweg schauen wir uns da an. Genau. Und in Mellach schauen wir uns an, wie man beispielsweise das CO2, das aus einer benachbarten Industriequelle kommt, nämlich in dem Fall tatsächlich von einem Zementwerk, wie man das verwenden kann, um eben wiederum Fischer-Tropsch-Fuels oder Methanol zu synthetisieren, beziehungsweise das ist das erste Szenario. Das zweite Szenario ist eben das, dass wir uns anschauen, mein Gott, na, wie kann man das CO2 verwenden in Zusammenhang wieder mit Wasserstoff, um einfach nur Methan eben zu erzeugen, synthetisches, und ins Erdgasnetz eben einzuspeisen. Auch hier gilt, wir haben gerade begonnen zu rechnen. Wir sehen, die Technologie ist an und für sich möglich, und das lässt sich auch darstellen. Wie es genau geht, das wissen wir noch nicht. Da ist eben, wie gesagt, zu entwickeln. So, damit möchte ich auch schon zum Ende kommen und ein paar Schlussfolgerungen Ihnen mitgeben. Erstens, dieser Coal-Phase-Out, der ist unvermeidbar. So, Kohle wird einfach immer so viel CO2-Emissionen eben haben, dass man eben in einer dekarbonisierten Energieversorgung diese Kohlekraft eben rausnehmen müssen. So, wenn wir den Kohleausstieg durchführen,
dann bleiben Assets über. So, und diese monetär wertvollen Assets, die gilt es eben zu nutzen. Wir sehen, dass diese Assets tatsächlich interessante Netzkopplungspunkte hergeben. Warum? Hohe Stromleistungen verfügbar, hohe Erdgasleistungen verfügbar, gute Kopplungen zu Wärmenetzen. Das heißt, mit der Herausforderung in unserem Energiesystem, Systemflexibilität bereitzustellen, ist es tatsächlich super interessant. Wie man das genau machen kann, ja, da gibt es unterschiedliche Konzepte und da arbeiten wir dran und vielleicht passt es ja irgendwann wieder mal in einem Jahr oder in zwei, dass ich ein Update geben kann, was da entsprechend rausgekommen ist. So, das wäre es von meiner Seite soweit gewesen. Ich schalte mein Video wieder ein, möchte mich bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, es war kurzweilig. Ich hoffe, ihr habt Fragen an mich. Danke sehr. Ja, Thomas, vielen lieben Dank. Ja, sehr aktuelles Thema. Also ich persönlich habe viel gelernt gerade. Ne? Ich denke, die Bianca hat bestimmt schon Fragen zusammengefasst. Ja, haben wir schon. Also die erste Frage kommt von Armin Reiner. Sind bei der Kostenbetrachtung auch die Endlagerkosten bei der Atomkraft mit einberechnet? Ich muss selber schauen, was ich dort erzählt habe in dem Zusammenhang. Ich habe ja gar nichts groß erzählt, oder? Über Atomkraftkosten. Ja, wenn die Frage allgemein ist, dann in der Regel nicht. Also ich habe ja einen Vergleich gemacht, Biomasse, Kohle und Erdgas. Also Atomkraft habe ich gar nicht explizit mir angeschaut. Es gibt natürlich da unterschiedliche Studien, die da hergenommen werden. In der Regel, wenn man eine klassische CapEx, OPEX, Betriebskostenanalyse sich anschaut, dann sind die nicht dabei, diese Kosten, weil sie die auch schwer quantifizieren können. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Davor wollte ich aber noch sagen, falls noch Fragen da sind, einfach bitte in den Chat oder direkt an mich ins Q&A-Panel schreiben und die werden dann in die Präsentation eingefügt und wieder vorgelesen. So, vom Alois Foscher, wie wichtig sind die Schwungmassen momentan Reserve im Netz der aktuellen großen Kohlekraftwerke? Es ist eine Top-Frage. Danke für diese Frage. Die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also da muss ich ein bisschen ausholen bei der Beantwortung. Unser Stromnetz funktioniert eben jetzt eben so, dass die Aufbringung, Stromaufbringung beziehungsweise die Stromentnahme immer im Gleichgewicht sein müssen. Was natürlich nicht geht. Man kann sich das so vorstellen wie eine große mechanische Welle. Auf der einen Seite wird sie angetrieben und auf der anderen Seite abgebremst. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese mechanische Welle sozusagen kein Leistungsgleichgewicht mehr hat, na, was wird denn passieren? Sie wird sich langsamer oder schneller zum Drehen anfangen. Und die entsprechende Beschleunigung dieser Welle hängt natürlich gemäß dem Prallsatz ab, ja, vom Massenträgheitsmoment. Und wenn wir jetzt hergehen und diese ganzen großen Kohlekraftwerke abschalten, dann fehlt uns Trägheitsreserve. So, und jetzt müssen wir diese Trägheitsreserve irgendwie erhalten. Und das ist gar nicht so leicht. So, jetzt können wir sich vorstellen, beispielsweise ein Windkraftwerk oder ein Solarkraftwerk. Nehmen wir ein Solarkraftwerk, da gibt es ja keine träge Masse mehr drinnen. Aber was es in einem PV-Kraftwerk schon gibt, ist sozusagen eine Gleichspannungsseite und eine Wechselspannungsseite, die gekoppelt ist über einen Wechselrichter. Und da gibt es eben sozusagen die Möglichkeit, dort Kondensatoren hineinzugeben. Und diese Kondensatoren können dann sozusagen sowas sein wie virtuelle Trägheitsmasse. Und da wird geforscht dran, diese Kondensatoren in Abhängigkeit von den Frequenzänderungen wirklich so schnell abzurufen oder diese Kapazität so schnell abzurufen, wie das heute passiert, eben bei den Kohlekraftwerken, wo das wirklich intrinsisch passiert. Und da muss man auch forschen, ganz wichtig, genau. Der Gerhard Stelzer fragt was, ich darf das gleich vorlesen, wie hoch waren die Stranded Asset Kosten der österreichischen Kohlekraftwerke? Die waren nicht so hoch, dass sie tatsächlich auf den Endkunden direkt umgelegt werden haben müssen. Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren Ihre Stromrechnung
ganz intensiv studiert haben. Bis vor ein paar Jahren war da nämlich noch ein Stranded Investment drinnen. Das war nämlich das vorzeitig abgeschaltete Kraftwerk Vorarlberg. Für das haben wir nämlich Stranded Investments bezahlen müssen. Also diese Stranded Investment Costs haben wir bezahlen müssen. Für die Kraftwerke eben in Dürnrohr beziehungsweise in Mellach nicht mehr. Also betriebswirtschaftlich kann schon sein, dass da noch ein Euro Betrag drinnen gesteckt ist, aber er war nicht so hoch, dass man da sozusagen wirklich eine direkte Umlage gebraucht hat, um das eben die Kunden bezahlen zu lassen. Dann von Jakob Erd. Wie ist der Wirkungsgrad, wenn man einen Brennstoffwechsel durchführen muss, zum Beispiel Müll oder Biomasse? Ist auch eine sehr gute Frage. Biomasse. Bei der Biomasse ist es eben so, dass da im Wesentlichen der Energieträger der Wahl dann an und für sich Pellets sind. Und da gibt es auch Beispiele, wo das eben passiert weltweit. Zum Beispiel das Kraftwerk Drax ist auch also eine Riesenkohlebude, ehemalige Kohlebude in England. Und Drax wird jetzt betrieben mit Holzpellets. Vom Wirkungsgrad her ist die Reduktion nicht besonders groß. Warum nicht? Weil sie das von den adiabaten Flammentemperaturen und so sie gut ausgegangen. Was ein Riesenaufwand ist, ist die Brennstofflogistik, eben sozusagen diese Pellets eben daher zu bringen. Da war natürlich einiges eben zu adaptieren. Wenn man jetzt auf Müll umrüsten würde, dann ist es aus meiner Sicht abhängig vom Wassergehalt, der da so ein bisschen mitgenommen wird. Da kann schon sein, dass der Wirkungsgradverlust größer ist. Interessant ist auch noch was weiteres. Jetzt habe ich ein bisschen nachdenken müssen, nämlich während ich die Frage beantwortet habe. Wirkungsgrad ist das eine und das andere ist natürlich eben die Leistung. So, wenn Sie jetzt ein Kraftwerk mit Biomasse betreiben, dann ist es aus meiner Sicht schon zu erwarten, dass die Leistung, die dann rauskommt, geringer ist. Also nicht unbedingt der Wirkungsgrad, aber die erzielbare elektrische Leistung oder tatsächlich Kesselleistung. Warum ist das so? Einfach aufgrund des Heizwerts von der Biomasse im Vergleich zur Braunkohle gegebenenfalls vorher. Da ist nämlich so, dass der Heizwert Minimum um ein Drittel geringer ist. Ja. Und das merkt man natürlich dann entsprechend in der Leistung vom Kraftwerk. Genau. Ist aber eine sehr oberflächliche Beantwortung einer komplexen Frage. Genau. Christian Müller fragt, ist die Verbrennung von gespeichertem grünen Wasserstoff aus Energy to Gas Plants in Kohlekraftwerken zur Netzstabilisierung in Zukunft eine realistische Option? Also in Kohlekraftwerken aus meiner Sicht nicht. Aber in Gaskraftwerken, die auf Kohlestandorten stehen. Wir haben ja für Österreich einiges gerechnet, so Gesamtenergie-Szenarien. Und da haben wir gesehen, dass wir einfach beschränkt sind mit unseren erneuerbaren Ressourcen, erneuerbaren Energieressourcen. Und da braucht man dann im Winter sowas wie Netzreserve. So, wir müssen thermische Kraftwerke eben betreiben, um eben den Strom bereitzustellen, den wir eben dann auch brauchen. Und im Winter haben wir noch eine Dual-Use-Situation. Wir können nicht nur Strom nutzen, sondern eben auch die Abwärme dieser Kraftwerke. Und ja, am effizientesten geht es, wenn man eben dieses grüne Gas, das man da einsetzt, nicht in einem Kohlekraftwerk verbrennt, sondern in einem Gaskraftwerk. Warum ist das so? Weil das einfach einen höheren elektrischen Wirkungsgrad hat und einfach die Ankopplung Strom-Wärme eben besser funktioniert. Genau. Aber auf den alten Kohlekraftstandorten kann man das schon machen. Und wie das genau ausschaut, da arbeitet meine Kollegin, die Anna Traubmann, gerade daran. Die schreibt nämlich dort genau zu dem Thema ein Paper. So, Armin Reiner schreibt, gilt Fischer-Tropsch-Diesel tatsächlich als nachhaltiger Treibstoff? Wäre das eine Möglichkeit, die enorme Flotte der Verbrennungsfahrzeuge noch länger zu nutzen? Also wird natürlich auch ziemlich kontroversiell diskutiert.
Unsere Betrachtungen, die eben sehr, sehr stark effizienzbasiert sind, sagen nein. Also Fischer-Tropsch-Diesel darum tatsächlich Verbrennungsfahrzeuge, also die ganze Autoflotte sozusagen weiter gleich zu betreiben, das hält man als zu energieaufwendig, weil wir ja einfach da Energieumwandlungsketten eben da drinnen haben und wir würden so viel eben entsprechend erneuerbaren Strom brauchen, um das synthetisieren zu können. Und in Europa, wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir die Potenziale nicht dafür. So, aber wir werden dennoch in einem gewissen Segment diese synthetischen Treibstoffe brauchen. Da sind sich ziemlich alle Experten einig. Das ist nämlich der Bereich des Luftverkehrs und auch bei Teilen des Schiffverkehrs wird man da gewisse gewisse Synfuels halt brauchen. Beim Luftverkehr ganz sicher, beim Schiffverkehr unter Umständen, beim Autoverkehr. Thomas Kienberger seine Meinung auch hinterlegt mit unseren Rechnungen, dort nicht. Genau. So, der Werner Sitte fragt was. Welche Bedeutung kann der Import von nachhaltigen Energieträgern, Biomasse, Ammoniak, Wasserstoff haben? Geht wiederum in diese Richtung. Unsere europäischen erneuerbaren Potenziale reichen auf Basis unserer Rechnung nicht aus, um unseren Energiehunger zu decken. Das heißt, wir werden in Europa auch in der Zukunft Energieträger importieren müssen. So, aufgrund der auch vorher schon geschilderten Vorteile, Wirkungsgrad und Co., sagen unsere Optimierer, dass das sozusagen Wasserstoff das Mittel der Wahl ist. Klar wird auch Biomasseimport eine gewisse Bedeutung haben, erscheint uns aber als weniger wichtig vom Importcharakter, bitte sehr, wie eben Wasserstoff. Ammoniak ist natürlich ein stark diskutiertes Thema. Die Frage ist, ob man Ammoniak importieren wird oder ob man Wasserstoff importieren wird und für entsprechende Einsatzzwecke Ammoniak dann lokal synthetisieren wird. Das wird sich nämlich gut verbinden lassen mit dem europäischen Industriepark, wie der einfach sozusagen heute aufgestellt ist. Sie haben aber gehört, da war jetzt sehr oft der Konjunktiv drinnen. Forschungsthema. Sind viele Forschergruppen dabei, sozusagen herauszufinden, welche Energieträger bestmöglich importiert werden sollen. Dass wir importieren möchten, ist aber hingegen kein. Der Alois Froschauer, die Elektrotechnik-Seele in mir, die Elektrotechniker-Seele in mir natürlich antriggern, besteht die Möglichkeit, die Schwungmassen synchron im Netz weiter mitlaufen zu lassen. Lässt sich daraus vielleicht auch ein Business Case für die alten Kohlekraftwerke arbeiten? Ja, das ist der sogenannte Phasenschieberbetrieb, dass einfach die Generatoren nicht synchron mitlaufen. Und dann kann man sozusagen einerseits eben diese Netzträgheit eben bereitstellen. Inertia nennen wir die. Und andererseits kann man noch was tun damit. Man kann nämlich Netz stützen im Sinne von Blindleistungsbereitstellung und das kann man rechnen. Das kann man rechnen. Ich bin ein bisschen übersprungen natürlich in meinem Vortrag aufgrund der Zeit, aber wir schauen uns das auch an. Die Frage ist, und wir können es noch nicht beantworten im Moment, ob nicht ein anderer Business Case das Asset besser ausnutzt, als wie sozusagen nur das Synchrone mitlaufen lassen, eben der heute bestehenden Generatoren. Wichtig ist dabei auch noch, das muss man auch sagen, die Inertia, also diese Schwungmasse, ergibt sich nicht nur aus der Trägheitsmasse des Generators, sondern natürlich auch der Trägheitsmasse der noch gescheiterten Turbine. Gell? Und die muss natürlich entsprechend, dass man die eben wirklich mitlaufen lassen kann, technisch das Wasser. Genau, das gehört auch mit betrachtet. Robert Primavesi fragt, wurde der Mangel an Flugasche für die Zementerzeugung berücksichtigt? Buchhalterisch hat die Flugasche kein CO2,
weniger Flugasche, mehr Zementeinsatz, mehr CO2-Verbrauch. Na, ich verstehe den Punkt, ja. Ich verstehe den Punkt. In der Zementindustrie wollen wir die Clinker-to-Cement-Ratio eben verringern, also weniger Klinker erzeugen. Ja, wie macht man das? Indem, dass man Flugaschen aus die Kohlekraftwerke dazu tun. Guter Punkt. Müssen wir uns aufschreiben und anschauen. Haben wir bisher nicht betrachtet. Es ist ein anderer Punkt auch vielleicht noch interessant. In Europa, wissen Sie vielleicht, gibt es ganz, ganz viel Leichtbau, also Stichwort Rigips. Und der Rigips, der entsteht zum sehr großen Teil einfach aus dem Schwefel, der in der Kohle gebunden wird. Da wird beim Schritt der Entschwefelung des Kohlekraftwerksabgases der Schwefel gewonnen und nachher in den Rigipsplatten gespeichert. Das fällt dann auch weg. Müsste man auch gegenrechnen, in Wirklichkeit. So, der Erik Fimbinger schreibt, danke, hat mich auch gefreut. Warum wird Steinkohle durchaus transportiert, um an einem anderen Ort verstromt zu werden und Braunkohle eben nicht? Naja, das ist aufgrund des Heizwertes so. Wenn Sie sich da jetzt vorstellen, Kohle ist nicht Kohle. Kohle war irgendwann einmal Biomasse und ist über den Inkohlungsprozess eben umgewandelt worden. Also Biomasse wird Torf, wird Braunkohle, wird Steinkohle, wird Anthrazit und vielleicht sogar Diamant, wenn man Glück hat. Und je weiter, dass man sozusagen in diesem Inkohlungsprozess in Richtung Diamant kommt, desto höher wird der Heizwert. Braunkohle hat einen Heizwert, der ist eher noch bei der Biomasse angesiedelt, Steinkohle eben einen weitaus höheren. Daher macht es im Sinn, Steinkohle zu transportieren und Biomasse eben nicht. Warum? Weil einfach die Transportkapazitäten sonst riesengroß werden würden. Elias Blessing fragt, kann der Strom aus Biomasse preislich mit Kohle mithalten? Ja, das habe ich, glaube ich, eher auf einer Folie drauf gehabt. Also das hängt davon ab, inwieweit eben die externen Kosten eben des CO2s eingepreist werden. Wenn CO2-Zertifikate 5 Euro kosten, geht es nicht aus. Wenn sie 50 Euro kosten, geht es gegebenenfalls aus. Wenn sie 100 Euro kosten, geht es ja, viel wahrscheinlicher aus. Also ja, genau. Christian Müller fragt, ist Carbon Capture and Storage für Kohlekraftwerke eine Option, um CO2 aus dem Rauchgas abzuscheiden und damit die Kraftwerke länger klimaneutral zu betreiben? Ja, da schaue ich jetzt zum Holger Ott, das wollen wir uns irgendwann einmal schon anschauen, wie das tatsächlich ist. Ist nicht beantwortet, die Frage wirtschaftlich, hängt natürlich von vielen ab, nicht nur vom CO2-Preis, sondern tatsächlich auch von der Infrastruktur, die ich brauche, um CO2 dann eben wegzutransportieren und einzulagern. Also gute Frage, kann ich nicht beantworten. Vielleicht aber dennoch eine Antwort aus dem Themenumfeld. Es gibt in der Industrie Prozesse, die haben Prozessemissionen, Prozess-CO2-Emissionen. Und die kriege ich nicht weg, indem dass ich nur den Energieträger umstelle. Beim Strom. Ich glaube, das ist Ihnen klar, wenn man sozusagen europaweit genügend Potenziale hätten, dann haben wir einfach Solar und dann haben wir keine großartigen CO2-Emissionen. Die kann man theoretisch natürlich so wegbekommen. Zum Beispiel bei der Zementindustrie ist das nicht der Fall. Da wird ja Calciumcarbonat umgewandelt in Calciumoxid, CaCO3 in CaO und da hat man sogenannte geogene CO2-Emissionen. Da macht ganz, ganz sicher Carbon Capture and Storage einen Sinn und gegebenenfalls auch für einzelne Bereiche in der Energiewirtschaft. Wichtig, das sage ich in solchen Vorträgen auch immer dazu, es gibt keine singulären Lösungen, es gibt keine Silver Bullets, also mache das eine und alles ist gut, sondern es ist immer eine Kombination von vielen Maßnahmen, die eben ein Optimum ergeben. Gut, das war jetzt auch schon die letzte Frage, die reingekommen ist. Ja, mich würde auch noch das eine oder andere interessieren. Also zum Beispiel habt ihr euch oder hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was das jetzt zum Beispiel für diese Kohleregionen
arbeitsplatztechnisch bedeutet. Du hast da relativ viele Optionen aufgezeigt, wie man so die Technologien verbinden kann. Wird das ähnlich viele Arbeitsplätze erschaffen, wie man praktisch durch das, dass man den Energieträger von außen reinholt, sozusagen vernichtet? Habt ihr Ja, euch da ist Gedanken natürlich. gemacht oder was ist dein Gefühl? Na, wir haben es uns nicht angeschaut, gell? Wir sind keine Sozialwissenschaftler, aber wir arbeiten in solchen Projekten natürlich mit den Sozialwissenschaftlern zusammen, gell? In dem Fall ist das Ergebnis noch nicht da, gell? Weil tatsächlich die Diskussion keine einfache ist, gell? Gerade mit Polen, Tschechien kannst du dir vorstellen, gell? Da wird diskutiert. In Österreich haben wir aber natürlich solche sozialwissenschaftlichen Untersuchungen gemacht bereits in der Vergangenheit. Wir arbeiten dafür zusammen mit dem WIFO einerseits, aber auch mit dem Energieinstitut an der JKU. Und da ist es eben so, dass man immer gegenrechnen muss. Auf der einen Seite Wertschöpfungsabfluss und auf der anderen Seite Regionalwertschöpfung, gell? Und für Österreich ist es eben so, dass sozusagen das in der Regel einen positiven volkswirtschaftlichen Impact hat, aber es im ersten Moment betriebswirtschaftlich nicht so ausschaut. Also man kann sich das so vorstellen, auf der einen Seite hat man einen Wertschöpfungsabfluss in Richtung, keine Ahnung, Saudi-Arabien oder Kasachstan oder wo auch immer man den fossilen Energieträger eben kauft. Und auf der anderen Seite hat man eben dann sozusagen den Elektriker und den Maschinenbauer und wen auch immer aus Österreich, den man eben entsprechend bezahlen kann. Und so häutet man die Wertschöpfung. In dem Fall ist es natürlich spannend, weil sozusagen der Energieträger, da ist es kein Import-Export-Tauschgeschäft, sondern da ist es sozusagen kein Import eben nötig. Interessant ist es aber vielleicht schon, und das ist jetzt mein persönliches Gefühl, in Österreich haben ja auch die Kohleminen zugesperrt, weil sie nicht mehr rentabel waren. Also so eine Kohlemine ist vielleicht gar nicht so ein oberrentables Ding. Gell? Vielleicht könnte das eine Teilantwort sein. Ich halte dich aber am Laufenden, wenn wir die Ergebnisse haben aus dem Projekt. Ja, ich denke so ein bisschen mehr Nordrhein-Westfalen und die Gegend. Ja. Braunkohlereviere. Ja, was die Braunkohle wird schon immer natürlich, ist auch ein gestützter Energieträger, auch dort. Gell? Das kennt man ja vielleicht auch aus den Debatten. Gell? Dass sozusagen die öffentliche Hand ordentlich reinstecken muss, damit die Kumpels da eben eine Arbeit haben, gell? So wie es bei uns aber im weststeirischen Braunkohlerevier, gell? Das ist ja auch nur deshalb, hat ja auch nur funktioniert, weil die öffentliche Hand reingezahlt hat, gell? Und ja, da ist es natürlich also Chance zu sehen, wenn Erneuerbare eben kommen und das Ganze eben in irgendeiner Form umstrukturiert wird. Aber ich kann dir keine quantifizierte Antwort geben. Gut, eine Frage haben wir noch. Genau, wieder Bitte. von einer. Genau, ich darf wieder vorlesen. Vielen Dank. Eine letzte Frage. Welche Verluste hat die Aufforstung zur Pelletsherstellung und dann die Verbrennung in den umgerüsteten Kohleblöcken? Ist das wirtschaftlich sinnvoll und umwelttechnisch? Ich habe keinen besonders guten Überblick über die globale Forstwirtschaft und ich weiß nicht, ob die Pellets, die im Kraftwerk Drax verbrannt werden, nachhaltig sind. Aber ich weiß, wie in Österreich die Forstwirtschaft eben funktioniert, nämlich die Kopplung der Forstwirtschaft an die energetische Nutzung, also stoffliche Holznutzung und energetische Holznutzung. Warum weiß ich das? Weil wir da gerade ein Projekt haben fürs Land Steiermark, pardon, wo wir uns das anschauen. Und in Österreich ist es de facto so, dass Pellets entstehen, nicht indem, dass man einen Baum nimmt und niederhäckselt, sondern dass sozusagen die Pellets entstehen aus dem Sägerestholz, nämlich aus dem Holz, quasi aus der Holzverarbeitung. Und somit ist es eine perfekte kaskadische Nutzung und aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Okay, das war die letzte Frage, Bianca. Ja, genau, das war die letzte Frage. Also ist jetzt nichts mehr reinkommen. Obwohl doch, ich werde sie gleich reinhauen. Vielleicht noch zwischendrin die Umrüstungszeit. Was würden sowas, also um so eine Infrastruktur aufzubauen, gegenüber den Ausstiegszeiten, die man so diskutiert, wie verhält sich denn das? Holger, du stellst mir Fragen, die ich da leider nicht beantworten kann. Also was ist Vielleicht dein Gefühl? die Folie, das ist, bitte nagel mich nicht fest drauf, gell? Das ist jetzt
eher so aus dem Bauch heraus. Gell? Du hast es gesehen, was im Moment PV installiert wird. Gell? Wir reden von momentanen PV-Installationen pro Jahr von 150 Gigawatt. Das ist ungefähr weltweit, das ist ungefähr die Größenordnung der Kohlekraftwerke, die wir in Europa haben am Netz. Mein Gefühl ist das, dass die Energiewende viel schneller Fahrt aufnimmt, als wir das sehen. Nämlich diese exponentiellen Zuwachsraten, die können wir gar nicht gut verstehen. Also wenn du wirklich, man sich da anschaut zwischen 2009 und 2021, dass wir vor 10 Jahren noch Gestehungskosten gehabt haben bei der PV von 300 Euro je Megawattstunde oder so. Und jetzt sind wir herunten bei 3 Euro, gell? Dann ist das ein unglaublicher Cost-Down. Wir sehen einen ähnlichen Cost-Down bei den Batteriespeichern. Den nächsten Cost-Down, den Experten erwarten, sieht man bei den Elektrolyseuren. Also das ist einfach ziemlich aus dem Bauch heraus. Und da ist mein Gefühl, dass tatsächlich die Energiewende mit allen Schwierigkeiten, die man hat dabei, soziale Akzeptanz, noch steigende Energiekosten, Umlegung dieser Energiekosten so, dass keine Energiearmut entsteht, you name it, gell? Aber dass das eigentlich schneller geht, als wir das alle sozusagen uns vorstellen können. Gell? Nämlich solche Effekte lassen mich da schon sehr positiv drauf schauen. Ja, das nächste ist eher ein Statement als eine Frage. Ja, genau, der Dominik Fließer sagt was. In Deutschland waren 2020 laut Statista nur rund 21.000 Personen im Braunkohlebergbau beschäftigt. Ich denke, für diese wird sich eine Lösung finden. Da habe ich auch was Interessantes gehört. Wie der Schlecker pleite gegangen ist, waren 100.000 Leute in so Low-Income-Jobs halt, ja, da halt beeinflusst davon, negativ beeinflusst davon, und sind Verkäuferinnen. Die haben nicht so eine starke Lobby wie der Bergbau. Gell? Da hat nämlich keiner was gesagt, dass wir da Übergangsfristen brauchen bis 2038, dass der Schlecker pleite gehen darf. Gell? Also ich glaube das auch. Also ich kann dem Dominik Fließer nur zustimmen. Ich glaube, man wird eine Lösung finden. Aber ich hätte jetzt auch noch eine Frage, weil bei dir ist ja drin gestanden, dass mit 2020, dass im Prinzip Österreich auch eben kohlefrei war. Bezieht sich das auch auf den Ankauf von Strom aus dem Ausland, der von Kohle produziert wird, oder ist das dann nicht? Nein, das ist nur der interne Anteil. Erstens einmal habe ich Kohle in der Stromerzeugung gesagt, um ganz präzise zu sein. Wir haben natürlich noch Kohle. Ein paar Leute, ganz, 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 ganz wenige heizen noch damit. Wir haben natürlich im Bereich Eisen und Stahl bei der Föst noch relativ viel Kohle. Wir haben dort und da in der Industrie noch Kohle drinnen, aber in der direkten Verstromung haben wir keine Kohle mehr. Und wir kaufen natürlich Strom zu aus dem europäischen Ausland und da kaufen wir alles dort, alles ein. Also da kaufen wir Kohlestrom ein, Atomstrom, Erdgasstrom, je nachdem, wie in unseren Nachbarländern gerade der Strommix ausschaut. Okay. Gut, also bei mir ist jetzt nichts mehr reingekommen. Ja, schön. Ist ja auch schon spät. So, ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei dir, Thomas, bedanken für den wirklich interessanten Vortrag, für die Diskussion. Natürlich auch bei den Zuschauern und Zuhörern für die rege Teilnahme. Und ich sage nur, bleiben Sie uns treu. Ich denke, nächste Woche, so in der nächsten Zeit, sind wir wieder on stream. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder vorbeischauen. Ja, Dankeschön. Und dann sage ich schönen Abend noch und Glück auf. Ja, danke auch von meiner Seite. Gell? Hat Spaß gemacht. Und ja, genau, freue mich schon auf den Vortrag. Der nächste, der kommt. Genau. Schönen Abend, Glück auf. Danke von mir auch und schönen Abend.